Dann muss ich, also wir haben auch in meinem eigenen Land, also in der Schweiz, den Kunden mit verankert, dann muss ich auch politisch sagen, dann will ich noch höhere Standards, aber ich muss als Politik dann auch alles dafür tun, um die Akzeptanz dafür zu fördern. Da können wir uns übrigens dann auch orientieren an dem Beispiel Schweiz. Wir haben eine riesige Kampagne gestartet, als wir die Entscheidung verboten haben. Das hat nochmal den Ausgangspunkt. Ich brauche die Perspektive, ich will nicht, wo ich hin will. Dann argumentiere ich eben nicht kurzfristig ökonomisch, sondern versuche ich, das, was ich politisch will, auch politisch umzusetzen und die Menschen, die ich dafür brauche, zu bewegen. Ja, Weltökonomie. Bevor ich über Wettbewerb und Sozialdumping spreche, denke ich, sollten wir uns überlegen, ob die Industriestaaten ernsthaft wollen, dass sich die Menschen in den Weltländern in anderen Ländern genauso ernähren wie wir in den Industrieländern. Wenn das nicht der Fall ist, dann denke ich, muss der Rat natürlich auch was reduzieren und wir sollten aber bleiben, gerade die ökologischen Wirkungen dieses Fleischverbrauchs diskutieren. Wir wissen alle, dass in Südwestländern, in Südamerika massenweise Wald angebaut wird, in Brasilien andere Waren und Lebensmittel, die eigentlich für in den Ländern verbraucht werden sollten, die aber hier nahe zu uns herkommen. Und Sie kennen sicher alle die Diskussion darüber, wie viel Pflanzen umgewandelt werden dann im Fleisch. Also die Diskussion muss weiter geführt werden, sollte auch geführt werden, müssen wir so viel Fleisch essen oder sollten wir nicht, wenn Menschen weiter Fleisch essen, qualitativ höheres Fleisch auch essen aus tiergerechter Haltung, aus regionalen Wirtschaftskreisen, wo dann auf die Dauer für sie wirklich ist, die tiergerecht zu halten, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Weltökonomie, wir haben großen Mangel hier in der Europäischen Union. Preise werden verbessert, die EU-Gründe geführt. Ich habe es genannt, ein ruinöser Wettbewerb im landwirtschaftlichen Bereich, aber auch im Bereich der WTO. Wir haben EU-Exporte aus Fleisch in Drittweltländern, die dazu führen, dass die regionale Wirtschaft und Klimatik dort auch kaputt gemacht wird. Wir haben inzwischen die Spirale nach unten, auch bei den Löhnen, beim Sozialabbau. Und das heißt natürlich, dass Menschen auch hier in Deutschland versuchen, möglichst direkt auch einzukaufen. Das ist nicht gesund. Also was hier länger kann sich einfach nicht im Bioladen verkaufen, das ist nicht möglich. Also heißt es auch, wir brauchen keinen weiteren Sozialabbau, sondern wir brauchen solche sozialen Rahmenbedingungen, dass sich Menschen das auch dann kaufen können, eben gleich aus tiergerechter Haltung. Das passiert aber im Gegenteil jetzt momentan gar nicht, sondern der Wettkampf geht jetzt weiter nach unten. Und das muss natürlich geändert werden. Wir brauchen Gesetze im Rahmen der EU, die Ökodumping verhindern. Wir brauchen Gesetze, die Tierschutz der Verdampfung auch verhindern und wir brauchen auch im Rahmen der WTO Essentials, die tiergerecht sind, die also Standards sind, die dann eben einzuhalten sind, obwohl es sehr schwierig ist und die Frage ist eben schon eine gerechte Wirtschaftsordnung, die sich immer wieder stellt, die weiter darüber hinausgeht und die immer nach wie vor eben die Frage ist, leben hier, können wir so weiter wie es auch kurz in der anderen Ländern und all den Folgen, die ich auch geschildert habe, unabhängig von ökologischen Folgen und so weiter. Danke. Herr Wendig, Herr Jahr und Herr Großmann haben beide von sich gesprochen. Und ihre Position in Sachen Tierschutz mit Besuch auf kritischen Werten, wie wird sie? Also mein Lernsystem ist einfach mit großen Rechtszweifeln behandelt. Weil wenn ich das, was ich mir zum Maßstab mache, dann müssen wir strenge Vegetarier sein. Dann könnte man diesen Wertmodell folgen. Aber wenn ich das jetzt als Zielvorstellung hätte, um letztendlich politisch zu agieren oder solche Regeln und Formen zu entwickeln, hätten die, wenn
die Rechtsnorm, aber schon die Rechtsanwendung und die Rechtspraxis hat dieses Gesetz oder diese Änderung das noch nicht erreicht. Wenn ich jetzt darüber hinausgehen würde, das würde ich Ihnen gerne vortragen, dann wäre das aber politisch absolut kontraproduktiv, weil es uns im Grunde von meinen eigenen Zielen entfernt. Deshalb glaube ich, wir brauchen ganz bestimmte Zwischenschritte und das ist für mich der Leitstil. Wenn wir sagen, wir sind keine Vegetarier und wir wollen auch von Tieren ernähren, dann müssen wir fragen, ob wir unsere Bedingungen erreichen können, unter denen die Tiere nicht bleiben. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Und dann ist die nächste Frage, ob wir das in der industriellen Produktion überhaupt artgerecht erreichen können. Da ist für mich die Antwort, soweit ich das verstanden habe, dass wir die Form der industriellen Produktion, die wir heute betreiben, nicht artgerecht organisieren können, und deshalb würde ich mich auf jeden anschließen zu sagen, wir müssen dann eine neue Kategorie einführen, nämlich die der Qualität, weil die nicht industrielle Produktion ist eben teurer, aber die nicht industrielle Produktion erzeugt auch eine bessere Qualität. Ich glaube, dass wir für diese Brücke aber erreichen können, dass wir Bewusstsein erzeugen, dass das Leiden in diesem Bereich dann deutlich generiert. Herr Goldmann, Ihre Position über ökonomische Dinge ist nicht gut. Rücken an Ihren Verordnungen? Also da gibt es eine grundsätzliche konstruierte Haltungsunterschied zwischen Bund und SED, den ich für abwegig halte, weil ich das deutlich für ökonomische Landwirte. Vielleicht nicht zu persönlich werden, aber ich bin Mitglied eines sozialen Ökohofs, wo ich die Pause verständlich auch verlegen. Ich bin für regionale Wirtschaftsfreiheit und da war, wenn ich grundsätzlich von Berlin lebe, wäre ich wahrscheinlich Spargelbauer, Lebensmittelverdienung. Da ich aber im Emsland lebe, wo ich relativ schlechte Bedingungen habe für die Produktion, muss ich mir das einfallen lassen. Diese Räume haben sich ja nicht, weil sie nichts Besseres zu tun mussten, auf den Weg gemacht, in diese Verletzung hineinzugehen. Ich weiß, es gab mal einen Film über Südoldenburg und ewig stinken die Felder. Nur Südoldenburg ist heute eine der Wachstumsregionen in der Bundesrepublik Deutschland. Hat die beste Ausbildungsquote, die beste Arbeitsmarkt. Das ist eine einzige Katastrophe, sie werden unfruchtbar und die ganze Produktion in diesem Bereich wirtschaftlich bricht zusammen. Das ist eine dramatische Herausforderung. Deswegen sage ich nochmal, wir müssen versuchen, diese Dinge in einem gewissen europäischen Einklang zu haben. Es macht überhaupt keinen Sinn, in Deutschland auszusteigen und von den Niederländern kommen die Eier in unseren Markt. Und das ist einfach Fakt. Wir haben heute in Europa keine getrennten Märkte. Das, ich meine, Sie können gerne, ich freue mich immer, wenn Menschen uns in Emsland besuchen, dann gehen wir rüber, dann können wir hingehen, in der Hinterstraße, weil wir werden feststellen, dass die Hinterstraße über Holland kommt. Und dass wir die Küken, die dort aufwachsen, die wachsen wieder. Deswegen ist das nicht irgendwie eine fruchtbare Diskussion, sondern wir müssen uns in diesem Bereich weiterentwickeln. Und das tun wir ja auch. Viele Landwirte in Niedersachsen, viele Landwirte in Deutschland gehen über die Verordnung der Schweinehaltungsverordnung schon jetzt hinaus. Das ist gut so. Das sind die Fachleute und die können das und die machen das. Und insofern, meine ich, ist es ein bisschen konstruiert, wenn man das Problem in der Auseinandersetzung reduziert aus